So, nachdem jetzt soweit alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, können wir jetzt auch mit der Vorlesung beginnen. Schönen guten Morgen erstmal an alle. Wir hatten ja letzte Vorlesung schon kurz angesprochen, dass wir jetzt ein neues Kapitel aufschlagen wollen und diese Signale nicht nur im Zeitbereich, also gegen die Zeit aufgetragen, uns anschauen, sondern wir auch Signale im Frequenzbereich betrachten wollen. Und man spricht auch dann zum Teil von der Frequenzdarstellung von Signalen. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein paar Begriffe vielleicht auch etwas erschließen. Was verstehen wir denn überhaupt? Ich kann mal hier vielleicht mal kurz mein Beamer direkt anmachen, dann springen wir da nicht hin und her. Was verstehen wir überhaupt unter Frequenzen? Oder was sind denn Frequenzen? Wo treten Frequenzen auf? Also, was ist eine Frequenz oder halt auch mehrere Frequenzen? Im physikalischen Sinne erstmal. Oder wo gibt es denn Beispiele für Frequenzen? Bitte? Schwingung, genau. Also bei Schwingungen haben wir sowas. Und was sagt die Frequenz mir denn bei Schwingungen zum Beispiel aus? Wofür ist sie das Maß? Worin unterscheidet sich eine Schwingung von? Und was ist die Einheit der Frequenz um Hertz, genau, das wissen wir, glaube ich, alle. Also die Einheit von Frequenzen ist das Hertz. Was ist Hertz genau? Ja? 1 durch Sekunde. Und damit haben wir eigentlich auch schon ganz gut rausgefunden, was Frequenzen sind. Frequenzen beschreiben bei periodischen Vorgängen, wie häufig sie pro Zeiteinheit auftreten. Ja, hier bei einer Schwingung, wie häufig schwingt das System, schwingt das Pendel pro Zeiteinheit, und in unseren Standardgrößen ist die Zeit halt Sekunde, also wie oft schwingt das Pendel oder schwingt das System pro Sekunde. Also wir haben hier letztendlich die Frequenz ist eine Größe, die entsprechend physikalische Vorgänge pro Zeit beschreibt. Aber was muss es noch für eine besondere Eigenschaft haben, diese Vorgänge? Sie müssen, wenn sie, das ist bei Schwingungen ja auch der Fall, sie müssen periodisch sein. Also, das ist der zweite Begriff, den wir dabei haben, es beschreibt periodische Vorgänge, und zwar beschreibt die Frequenz, wie oft dieser periodische Vorgang pro Zeiteinheit stattfindet. Also allgemein gibt es Frequenzen immer bei periodischen Vorgängen.
Und die Frequenz gibt jetzt an, wie oft dieser periodische Vorgang pro Zeiteinheit stattfindet, typischerweise pro Sekunde stattfindet. Typischerweise pro Sekunde, aber gerade auch in der Medizintechnik haben wir ja auch periodische Vorgänge, oder vielleicht kommen wir da gleich zu. Ja, typische Beispiele, die wir dann haben, wo treten Frequenzen auf? Sagen wir jetzt Schwingungen. Ja, welche Schwingungen kennen Sie, die so typischerweise auftreten können? Ein Pendel, genau. Also wir haben hier ein Pendel, das schwingt jetzt, sagen wir mal, braucht 5 Sekunden, um einmal hin und her zu schwingen. Wie ist dann dessen Frequenz in Hertz? Also Beispiel, wenn wir mal sagen, und da müssen wir jetzt auch wieder Begriffe kurz definieren. Wir haben die Periodendauer. Die Periodendauer ist letztendlich genau der Kehrwert der Frequenz. Also, wie lange braucht das Pendel für eine komplette Bewegung? Zum Beispiel 5 Sekunden. Dann ist die Frequenz gerade der Kehrwert der Periodendauer. Also 1 durch 5 Sekunden und das sind dann wie viel Hertz? 0,2 Hertz. Das ist dann die Frequenz unseres Pendels. Und wenn wir das Ganze dann auftragen, also ich lassen wir jetzt gerade mal inspirieren von dem Beispiel. Das Pendel schwingt jetzt hier hin und her. Und wenn wir jetzt hier die Position des Pendels x auftragen gegen die Zeit, was kommt denn dann für eine Funktion typischerweise dabei raus? Wie sieht so eine Pendelbewegung aus? Ja? Das schwingt jetzt hier rüber und schwingt dann auch wieder zurück. Und jetzt messen wir immer hier gerade die Position unseres Pendels und tragen das gegen die Zeit auf. Was kommt denn dann typischerweise für eine Funktion dabei raus? Ein Kosinus, genau. Weil hier haben wir ja die Auslenkung, sagen wir mal, die ist 1. Hier haben wir die Ruhelage, die ist 0. Und hier haben wir die Auslenkung, die sei jetzt hier minus 1 oder wie auch immer, dann startet das Ganze so und dann schwingt das Pendel wieder zurück und so weiter. Das heißt, wir sehen nachher bei solchen periodischen Vorgängen, kriegen wir dann als Größe, die hier zum Beispiel die Position unseres Pendels beschreibt, eine Kosinusfunktion.
Ja, das sind jetzt alles super primitive Sachen, die Ihnen natürlich auch vollkommen geläufig sind, aber trotzdem, wir sollten noch mal so ein bisschen Begriffe gerade wiederholen, weil das Ganze wollen wir dann natürlich auch übertragen. Also wir merken uns halt den Begriff Frequenz, den Begriff Periodendauer und speziell periodische Prozesse. Wenn wir jetzt wieder auf unser beliebtes Beispiel oder vielleicht noch was anderes, das habe ich ja gerade schon gesagt, in der Medizintechnik haben wir auch oftmals periodische Prozesse, die wir beobachten. Die werden aber typischerweise oftmals nicht in Hertz angegeben, sondern die werden in Einheiten pro Minute angegeben. Also wenn Sie zum Beispiel den Puls sich anschauen, dann schaut man auch, wie oft schlägt das Herz pro Minute. Oder wenn Sie sich die Atmung anschauen, dann gucken Sie, wie oft atmet der Patient pro Minute. Das ist dann die sogenannte Atemfrequenz und die Pulsfrequenz. Also genau das Gleiche, wir haben auch hier wieder periodische Vorgänge. Der Unterschied zu den Vorgängen in der Medizintechnik ist, dass diese Prozesse keine konstante Periodendauer haben. Ihr Herz schlägt natürlich abhängig davon, wie Ihre körperliche Belastung ist. Sind Sie stärker belastet, schlägt es schneller, die Periodendauer wird kürzer, die Frequenz wird höher. Das Gleiche auch bei der Atmung, bei der höheren körperlichen Belastung. Atmen Sie schneller, die Periodendauer wird kürzer, die Frequenz wird größer. Also Periodendauer kleiner, Frequenz wird entsprechend größer. Vielleicht das nochmal ganz kurz, auch so, wenn man sich fragt, wofür ist das Ganze überhaupt für mein Studium wichtig. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen hier auch aus der Medizintechnik oder sportmedizinischen Technik kommen. Aber wir haben halt dann eine andere Zeitbasis. Wir haben typischerweise nicht die Sekunde als Zeitbasis, sondern die Minute als Zeitbasis. Das sind sogenannte Vitalparameter. Da haben wir zum Beispiel die Puls- bzw. Herzfrequenz. Und wir haben zum Beispiel die Atemfrequenz. Aber die werden typischerweise in Größenordnungen Vorgänge pro Minute. Und die heißen dann zum Beispiel BPM, also Beats per Minute, Herzschläge pro Minute. Wie kommen Sie da jetzt auf die entsprechende Größe? Ja, da müssen Sie jetzt nicht Ihre entsprechende Periodendauer, die messen Sie ja wieder. Was ist, wenn jemand zwei oder sagen wir mal eine Periodendauer am Herzschlag von einer Sekunde hat? Wie viele Schläge sind das dann pro Minute? Dann sind es 60 Schläge pro Minute. Also hier ergibt sich die Frequenz als 60 Sekunden dividiert durch oder 60 dividiert durch meine Periodendauer. Das heißt, wenn ich also oder hier das Pendel nehmen würde, 5 Sekunden Periodendauer, dann wäre das hier entsprechend 12 Pendelbewegungen pro Minute. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir jetzt t gleich eine Sekunde nehmen, dann wären das zum Beispiel 60 BPM. Ja, damit Sie einfach sehen, das taucht überall auf. Und wo es auch auftaucht, und das ist so vielleicht auch etwas, wo wir dann die größte Verwendung hier in der Vorlesung haben, ist auch, ist natürlich Schall. Töne sind letztendlich periodische
Schwingungen, Druckschwankungen in der Luft. Ja? Weiteres Beispiel. Sind Töne. Das sind wiederum auch periodische Schallschwingungen. Oder das sind Schallschwingungen. Und da haben wir schon gesagt, welche Schallschwingungen können wir mit dem Ohr wahrnehmen. Für den Menschen sind welche Schwingungen hörbar. Was hatten wir da gesagt? Genau, 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Und wie Sie wissen, oder wie wir auch, glaube ich, schon mal uns angeschaut haben, ist ja ein einzelner Ton erstmal halt nur eine feste Größe, ein ja, durchgängiges Piepen. Wenn ich aber jetzt hier zu Ihnen spreche, dann ist meine Sprache praktisch eine Zusammensetzung aus ganz vielen unterschiedlichen Frequenzen. Das heißt also, meine Sprache besteht aus einem sehr großen Spektrum zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ich kann mir halt anschauen, wie ist das Signal im Endeffekt zeitlich? Das Mikrofonsignal, Sie erinnern sich vielleicht noch, wie ändert sich das jetzt zeitlich? Wie ändert sich der Schalldruck zeitlich? Oder aber ich kann mir überlegen, wie ist das, was ich sage, aus unterschiedlichen Tönen zusammengebaut? Wie kann ich das Ganze dann entsprechend überlagern? Und genau das ist letztendlich der Punkt der Frequenzanalyse, nämlich, wie kann ich herausfinden, aus welchen Frequenzen, aus welchen harmonischen, aus welchen Grundschwingungen ein kompliziertes, ein komplexes Signal aufgebaut ist. Das ist die Frequenzanalyse. Also vielleicht das auch nochmal, vielleicht habe ich da wieder einen Schritt zu weit gemacht. Was sind die Grundfrequenzen? Die Grundfrequenzen sind halt jetzt Frequenzen, die aus reinem Kosinus- oder Sinusfunktionen aufgebaut sind. Das sind also Schwingungen, die nur aus einer Frequenz bestehen. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie sieht es aus, wenn ich mehrere Frequenzen überlagere? Oder vielleicht sagt man es auch Grundschwingung oder Grundfrequenz. Das sind letztendlich Schwingungen, die nur aus einer Frequenz, also nur aus zum Beispiel 0,2 Hertz oder nur aus 50 Hertz oder nur aus 100 Hertz aufgebaut sind.
Ich will mal kurz uns da mal noch was zeigen, damit wir da vielleicht auch eine bessere Vorstellung draus haben. Moment. Also erstmal haben wir ja kennengelernt, dass unsere Kosinusfunktion im Endeffekt drei Größen aufweist. Also wenn wir hier ein S von t haben, dann, das hatten wir glaube ich schon mehrfach besprochen, aber will ich es nochmal kurz zeigen. Dann haben wir hier eine Amplitude, ein Kosinus, Omega t plus Phi. Wir haben also hier die Amplitude. Wir haben hier die Kreisfrequenz Omega, die über den Faktor 2pi mit f verbunden ist. Warum das sinnvoll ist, sprechen wir gleich drüber. Omega ist 2pi mal f und wir haben hier den sogenannten Phasenwinkel. Und wenn ich hier mal jetzt ein einfaches Signal nehme, also ich habe hier jetzt eine Funktion, bei der gebe ich hier an die Frequenz f1, die Phase p1, die Amplitude a1. Man kann es auch in einer anderen Reihenfolge schreiben. Typischerweise schreibt man vielleicht auch die Amplitude als erstes, weil sie auch hier in der Formel als erstes steht. Ich ändere das mal. Dann in MATLAB erzeuge ich mir hier eine entsprechende Zeitachse. Das ist erstmal egal, wie das jetzt genau aussieht. Und dann berechne ich mir hier, weil ich kein Omega zur Verfügung habe, nenne ich das W1. Ich berechne mir also aus dem F das Omega, beziehungsweise hier heißt es dann entsprechend W1 und habe jetzt hier ein Signal S1, das ist A1 mal Cosinus W1, beziehungsweise Omega 1 mal T plus P Phi für den Phasenwinkel. Und ich habe hier mir vorher halt, wie gesagt, eine Zeitachse erzeugt. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal plotte, dann kommt da nichts Überraschendes. Sie sehen also, jetzt habe ich hier mir eine entsprechende Kosinusfunktion generiert, die eine Amplitude von 0,7 hat. Sie sehen das hier. Und einen Phasenwinkel von Pi halbe, das heißt, daraus ist dann auch im Endeffekt eine Sinusfunktion geworden und die Frequenz von entsprechend 2 Hertz. Das heißt, hier unten auf der Achse, die von 0 bis 1 Sekunde läuft, mache ich halt 2 Schwingungen. Jetzt kann ich meine Parameter ändern. Ja, ich kann die Frequenz hier auf 3,5 zum Beispiel setzen. Ich kann den Phasenwinkel mal auf 0 setzen, ich kann die Amplitude auf 2 setzen. Wenn ich das Ganze speichere und neu ausführe, dann kriege ich halt hier jetzt eine neue Funktion und Sie sehen, jetzt kriege ich halt hier entsprechend 3,5 Schwingungen pro Sekunde. Die Amplitude ist jetzt 2, der Phasenwinkel ist 0, das heißt, es ist jetzt eine reine Kosinusfunktion, sie beginnt beim beginnt bei einem Maximum. Und so weiter. Ja, ich glaube, das ist Ihnen alles
sehr geläufig. So, jetzt gilt aber auch für solche Grundschwingungen und für Kosinusfunktionen generell das Superpositionsprinzip. Ich kann also jetzt beliebige Kosinusschwingungen oder auch Sinusschwingungen überlagern. Das heißt also, ich kann diese Schwingungen überlagern. Auch das haben Sie sehr wahrscheinlich in der Physik gemacht, aber wir wollen es hier auch nochmal uns überlegen. Und da habe ich jetzt ein anderes Programm. Das macht im Endeffekt nichts anderes, nur statt einen Sinus berechnet es mehrere Sinus- oder Kosinusfunktionen und addiert die einfach. Ja? Überlagerung heißt einfach nichts anderes als Addition dieser Schwingungen. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie ich diese Funktion jetzt hier mal kurz etwas... Das ist eigentlich ein komplexeres Programm, was ich Ihnen später nochmal zeigen möchte. Aber wir wollen es erstmal nicht zu kompliziert. Ah doch, ich kann es so machen. Unsinn, was ich erzähle, das ist nicht zu kompliziert. Ich sollte nur das hier auskommentieren. Haben wir es? Okay. So, ich habe jetzt hier drei Funktionen mit drei verschiedenen Frequenzen. Eine Funktion hat die Frequenz 5 Hertz, die zweite hat die Funktion 12 Hertz, die dritte hat die Funktion 23 Hertz. Die erste Sinus- oder Kosinusfunktion hat den Phasenwinkel 0, die zweite Pi halbe, die dritte Pi Drittel. Das kann man haben, wie man möchte. Und dann haben wir hier die verschiedenen Amplituden. Die erste Funktion hat die Amplitude 1, die zweite hat die Amplitude 0,5, die dritte hat die Amplitude 0,7. Jetzt rechne ich diese einzelnen Schwingungen aus, ja, wie wir es eben gesehen haben, S1 ist A1 mal Cosinus, Omega 1 mal T plus P1, S2 und so weiter. Und dann überlagere ich die, das heißt, ich addiere einfach S1, S2, S3 und kriege ein neues Signal S4 raus. Und dann können wir uns mal angucken, wie sieht das Ganze resultierende aus? Das Ganze heißt jetzt hier schon Fourier-Analyse. Das ist halt wie ein Programm, das ich für eigentlich was anderes, was später noch kommen soll. Das mache ich mal schnell weg. Das soll man noch nicht sehen. Und jetzt schauen wir uns das an. Und wir sehen jetzt drei Grundschwingungen, die wir gerade definiert haben. Hier diese Funktion mit der Amplitude A1, 5 Hertz, 0 Phasenwinkel. Ein zweites Signal mit einer Amplitude 0,5, 12 Hertz, Phasenwinkel Pi halbe. Drittes Signal, Amplitude 0,7, 23 Hertz, Pi Drittel als Phasenwinkel. Und das Summensignal ist das jetzt hier unten. Und Sie sehen, das sieht jetzt halt nicht mehr so aus, dass man sofort erkennen kann, aus welchen Frequenzen ist das zusammengebaut. Das ist schon ein deutlich komplexeres Signal. Es sieht auch so ein bisschen periodisch aus, aber Sie sehen, die Periodizität ist hier nur schwer zu erkennen. Und ich kann Ihnen sagen, die Periodizität ist nur so gegeben, dass dieses Signal, wie es hier vorne beginnt, jetzt hier hinten wieder losgehen würde. Mehr Periodizität ist hier jetzt auch nicht drin. Und die Fourier-Analyse oder die Frequenzanalyse, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist die folgende Frage. Wenn ich das Summensignal S4 habe, kann ich berechnen, aus welchen Grundfrequenzen das zusammengesetzt ist? Kann ich herausfinden, erstmal aus wie vielen das überhaupt der Fall ist? Ist es aus 1, 2, 10 oder 500 Frequenzen aufgebaut?
Und für jede einzelne Kosinusschwingung, welche Amplitude hat sie und welchen Phasenwinkel hat sie? Ja? Und das ist sozusagen jetzt ein inverses Problem, was wir lösen müssen. Wir haben hier jetzt aus drei Grundschwingungen eine komplexere Schwingung zusammengebaut und die Frequenzanalyse fragt uns jetzt, oder mit der fragen wir uns jetzt, wenn ich das komplexe Signal hier nur kenne, kann ich aus diesem Signal bestimmen, aus welchen Grundfrequenzen es zusammengebaut ist. Und das ist die Frage, die hat sich Joseph Fourier halt vor 200 Jahren ungefähr gestellt. Das ist sozusagen der Grundpfeiler, wobei er das nicht unbedingt auf Signalverarbeitung gemünzt hat. Das gab es zu der Zeit so gut wie noch gar nicht, sondern Fourier war ein Universalgelehrter. Aber lassen wir vielleicht das noch ganz kurz nochmal aufschreiben, bezüglich jetzt auch dieser Darstellung, die wir hier haben. Und was ich halt machen kann, ist natürlich jederzeit, ich kann auch hier meine Parameter jetzt verändern und kann hier auch Phasen verändern, kann hier Frequenzen verändern, kann hier Amplituden verändern, kann natürlich noch weitere Schwingungen hinzufügen. Und kann mir dann anschauen, was dabei rauskommt. Sie sehen, ich habe es jetzt hier ein bisschen verändert und jetzt sieht das Signal, was ich falsch gemacht habe, die Achsen skalieren nicht automatisch. Ich hätte jetzt noch mal kurz die Achsenskalierung anpassen müssen. Aber Sie sehen, jetzt sieht das Signal hier unten so aus. Dem würde man mit dem vorherigen Signal wenig Verwandtschaft zusprechen, dass ich hier nur zwei Amplituden und eine Phase geändert habe und eine Frequenz, das ist sicherlich erstmal nicht so ersichtlich. Also das ist genau die Quint oder die Frage, mit der wir uns jetzt in den nächsten Vorlesungen beschäftigen wollen. Wenn ich ein solches komplexes periodisches Signal habe, weil das ist auch, muss ich Ihnen vielleicht sagen, was wir unten sehen, das wiederholt sich jetzt immer wieder. Das heißt hier, wo das, und das ist jetzt eigentlich doof gewesen, dass ich hier die Achsen nicht automatisch anpasse, muss ich mal kurz schauen. Die zweite Achse sollte von minus 2 bis 2 gehen und damit sollte auch die dritte Achse von 3,5 bis minus 3,5 gehen. Machen wir es nochmal gerade neu. Dann sollte es auch besser aussehen. Ja, und dann sehen Sie hier jetzt diese drei Signale. Und hier unten kommt dann irgendwie sowas Komisches raus. Und Sie sehen vielleicht, der Beweis ist jetzt nicht wirklich gegeben, aber Sie sehen vielleicht, das Signal endet hier rechts genau, wo es hier links mit begonnen hat. Das heißt also, wir könnten uns jetzt diesen Streifen ausschneiden und können den jetzt immer wieder aneinander kleben. Also das ist schon jetzt ein periodisches Signal, das immer so sich wiederholen wird. Aber das ist genau die Frage, die jetzt die Fourier-Analyse stellt. Kann ich wie... Also dass ich es kann, ist glaube ich schon klar, sonst würden wir uns damit nicht beschäftigen. Wie kann ich aus diesem überlagerten Signal wieder zurückschließen, aus welchen Grundschwingungen es aufgebaut ist? Und das, da spricht man dann auch schon von der Fourier-Analyse, beziehungsweise ist das die Fourier-Reihe. Vielleicht jetzt nochmal in dem Zusammenhang etwas klarer. Frequenzanalyse. Fourier-Analyse. Bei einem gegebenen periodischen Signal und nennen wir es hier auch mal jetzt ruhig S von T. Soll bestimmt werden
aus welchem Grund Schwingungen Das heißt, Grundschwingungen ist typischerweise ein Kosinus mit Amplitude, Frequenz und Phase. Mit A Omega Phi. Also, und da kommen wir jetzt zu, wie kann ich S von T schreiben, Fragezeichen, als A1 mal Cosinus Omega 1 mal T plus Phi 1 plus A2 mal Cosinus Omega T, Omega 2 T plus Phi 2 plus A3 mal Cosinus Omega 3 T plus Phi 3 plus, und das kann natürlich aus beliebig vielen Frequenzen aufgebaut sein. Das heißt, ich habe hier ein bekanntes Signal und ich suche jetzt hier ganz viele Parameter. Die sind unbekannt. Und das geht hier weiter. Ne? Das ist jetzt nur aus drei Frequenzen aufgebaut, aber natürlich kann es dann nachher aus vielen hundert oder vielen tausend solcher Frequenzen aufgebaut sein. Und genau diese Reihe hier nennt man auch schon die Fourier-Reihe. Ja, da haben wir den Begriff schon mal auch verwendet. Also die Überlagerung von vielen Kosinus ist genau die Fourier-Reihe ist es nicht ganz so. Ich sage mal, das ist ungefähr gleich der Fourier-Reihe. Die Fourier-Reihe hat noch etwas konkretere Parameter drin. Ja, und Sie sehen, das ist schon ein relativ kompliziertes Problem, was wir hier angehen wollen. Nämlich, wir wollen aus einem einzigen Signal die ganz vielen Parameter bestimmen. Und vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus der Akustik. Wir nehmen mal wieder unser beliebtes Order City. Das kann sowas, hat nämlich sowas schon eingebaut, Order City. Ja, wenn ich jetzt mal hier kurz etwas aufnehme und spreche einfach mal drei, zwei Sätze, dann habe ich hier mein Zeitsignal und wenn ich jetzt da mich rein vergrößere, dann sehen wir ja, es hat schon irgendwelche Schwingungsanteile. Ja? Und wenn ich mich jetzt frage, aus welchen ist es zusammengesetzt, dann frage ich hier die Analyse und sage, ich zeige es Ihnen jetzt schon mal, das können wir uns später mal angucken, das Spektrum zeichnen. Und dann sehen Sie letztendlich für alle Frequenzen, die im hörbaren Bereich liegen, die Amplituden aufgetragen. Wie stark kommt diese verschiedene Frequenz in dem gerade Gesagten vor? Ja, was das jetzt genau zu interpretieren ist, Sie sehen halt, hier haben wir jetzt nicht wenige Frequenzen, drei oder fünf, sondern hier gehen wir davon aus, dass praktisch jede Frequenz auch enthalten ist zwischen, okay, in dem Falle 0 bis 22 kHz, aber was sozusagen zwischen 20 und Hertz und 20 kHz davon enthalten. Also Sie sehen hier auch schon so ein bisschen, in der Sprache sind eher die tieferen Frequenzen dominant, weniger die hohen Frequenzen und so weiter. Aber das führt jetzt vielleicht etwas zu weit. Ich möchte das jetzt mit Ihnen auch im Detail besprechen. Aber ich hoffe, die Fragestellung ist uns jetzt klar. Ja, habe ich das zugemacht, das Fenster? Ich habe es zugemacht. Wenn ich ein letztes Mal zeige ich es nochmal. Ich kenne jetzt nur das untere Signal
und möchte jetzt wissen, aus welchen es zusammengebaut ist. Das heißt also, die oberen drei sind mir erstmal unbekannt, aber ich kann Ihnen garantieren, wir können auf die oberen drei eindeutig schließen. Und wie gesagt, das ist eine Fragestellung, die hat sich Fourier vor 200 Jahren gestellt und ich finde es immer auch ganz hilfreich und wichtig, wenn man sich vielleicht auch mal da mit den handelnden Personen beschäftigt und Sie sehen halt, er lebte vor, ja, genau vor 200 Jahren lebte er noch und hat auch typischerweise 1820 rum die Theorie, die wir jetzt besprechen wollen, auch entwickelt. Also es ist genau eine Theorie, die so rund 200 Jahre alt ist. Er war auch wie viele dieser Zeit Universalgelehrter. Er war also sowohl Geograf, er ist mit Napoleon nach Ägypten gereist, um dort halt auch das Land zu vermessen. Er hat sich auch, glaube ich, im Staatsdienst als Beamter betätigt und er hat sich halt als Physiker mit der Wärmelehre beschäftigt insbesondere. Und hat für die Wärmelehre, denn was ist Wärme nichts anderes? Wärme ist ja nichts anderes als auch Schwingungen, Gitterschwingungen, die da auftreten, hat sich da mit der Fourier-Analyse beschäftigt. Vielleicht eine Bemerkung noch, Fourier hat auch, war einer der ersten, der sich mit dem Klima beschäftigt hat. Fourier hat herausgefunden, welche Bedeutung die Atmosphäre für den Wärmehaushalt der Erde hat. Ein Thema, das zurzeit ja fast in jeder Nachrichtensendung kommt. Fourier hat nämlich ausgerechnet, wie weit die Sonne weg ist und hat ausgerechnet, wie viel Wärmeenergie kommt von der Sonne zur Erde. Und hat die Erde erstmal nur als großen Gesteinskugel angenommen. Und hat dann berechnet, dass die Erde viel, viel, viel kälter sein müsste. Wenn die Erde, wie gesagt, nur ein großer Gesteinsbrocken ist, der tagsüber aufgeheizt ist und in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint, die Erde wieder abstrahlt, die Wärme wieder abstrahlt, dann müsste es irgendwie minus 100 Grad oder sowas nachts werden bei uns. Und dann hat er gefolgert, dass offensichtlich ja die Lufthülle um die Erde, die Atmosphäre, möglicherweise die Erde in einer gewissen Weise isoliert. Dass wenn nachts die Sonne nicht scheint und die Erde die Wärme wieder abstrahlt, die Strahlung nicht ungehindert in den Weltraum geht, sondern von der Erdatmosphäre in einer gewissen Weise auch isoliert und abgehalten wird. Das ist der sogenannte Treibhauseffekt generell. Das ist der Grund, warum wir alle hier auf der Erde auch leben können und nachts nicht das ganze Leben erfriert. Und das ist natürlich auch zur Zeit die Diskussion der Klimadiskussion. Dass man sagt, durch möglicherweise Einträge in diese Atmosphäre ist die Isolierwirkung der Atmosphäre noch größer geworden. Und deshalb steigt die Durchschnittstemperatur, weil diese Lufthülle halt jetzt noch stärker isoliert als früher, ist noch nachts zu einer geringeren Abkühlung kommt und damit der Tages- oder das Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt. Das ist die Diskussion, die wir ja alle in den Nachrichten aktuell sehr stark verfolgen können. Und da ist im Endeffekt Fourier der Erste gewesen, der diese Effekte erkannt und beschrieben hat, vor 200 Jahren. Ja, unter anderem. Also er war schon ein weitreichender Gelehrter und wir haben ihm da viel zu verdanken und wir werden hier auch sehen, dass diese Frequenzanalyse, aus welchen Grundfrequenzen sich das zusammensetzt, in der Technik eine extreme Rolle spielt. Also ich kann Ihnen schon mal sagen, dass im Endeffekt alle Codierverfahren von JPEG über MPEG über MP3 und so weiter auf der Fourier-Analyse beruhen. Dass fast alle Auswertungen, die man mit Sensoren macht, immer typischerweise oftmals Sensorsignale nicht im Zeitbereich, sondern im Frequenzbereich betrachtet werden. CT-Bilder, MR-Bilder sind Frequenzdarstellungen des aufgezeichneten Signals. Ein EEG, wenn also die Hirnströme abgeleitet werden, wird im Frequenzbereich analysiert und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, in der Computertechnik und in der Datenübertragung ist das das zentrale Werkzeug, die Frequenzanalyse. Also wir machen hier nichts aus akademischem Selbstzweck, sondern
der Umgang mit den Werkzeugen, die Fourier uns geliefert hat, ist halt eminent wichtig für alles das, was wir in der Technik machen. Gut, da kommen wir jetzt dann auch zum ersten Satz von Fourier. Wir haben es eigentlich schon alles groß beschrieben, aber er hat es jetzt nochmal in einen eigenen in eine eigene Theorie gepackt, die wir jetzt auch nicht unbedingt oder die wir nicht beweisen werden, sondern uns nur anschauen werden, wie wir es anwenden. Und der Satz von Fourier zu den Fourier-Reihen, und das ist so, glaube ich, auch mehr oder weniger der Wortlaut: jedes periodische Signal mit der Periodendauer t, und das sollten jetzt alles Begriffe sein, die wir jetzt auch kennen, kann als Überlagerung von harmonischen Schwingungen und das sind letztendlich ja unsere Kosinusfunktionen und jetzt kommt die Erkenntnis, die er hat, nämlich mit ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz und er benutzt jetzt hier, oder wir benutzen in dem Falle jetzt statt des kleinen Omegas das Großomega. Großomega gleich 2pi durch t. Und einem Gleichanteil A0 dargestellt werden. Das heißt, das S von T kann geschrieben werden als A0 plus die Summe k gleich 1 bis unendlich ak mal Cosinus k mal Omega t plus phi k. Und das ist jetzt eigentlich die Fourier-Reihe. Und wir gucken uns mal gleich den Unterschied zu der Fourier-Reihe oder zu der Reihe an, die wir unten hingeschrieben haben. Ja, vielleicht auch noch kurz zum Begriff der Reihe. Was eine mathematische Reihe ist, ist allen bekannt. Ja? Ich habe eine Regel, wie die Reihenglieder sich aufbauen.
nämlich typischerweise so eine Zählvariable, die das Ganze dann immer um 1 hochzählt. Und diese einzelnen Glieder summiere ich. Dann habe ich eine Reihe. Ja? Die einfachste Reihe ist zum Beispiel die Summe von n. Von n gleich 1 bis unendlich. Was ist das? Das ist jetzt im Endeffekt 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter. Ja? Die ist ein bisschen blöd, die Reihe, weil die konvergiert nicht. Die geht gegen unendlich. Aber wenn Sie zum Beispiel die Reihe haben, n gleich 1 bis unendlich, 1 durch n, wie sind da die Reihenglieder? Das ist dann 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 und so weiter. Und die hat einen endlichen Wert. Die konvergiert nämlich gegen 2 insgesamt. Wir machen immer sozusagen kleinere Scheibchen, kommen da entsprechend drauf. Das ist nur das. Und das hier ist im Endeffekt jetzt auch eine Reihe, die wir hier entwickeln. Okay, was ist aber jetzt der Unterschied zu dem, was wir hier unten sagen? Fourier hat zumindest erkannt, dass die Frequenzen nicht beliebig sein können. Fourier hat erkannt, dass die Frequenzen einen Zusammenhang haben. Nämlich, es gibt eine Grundfrequenz, das ist gerade die Periodendauer meines periodischen Signales 1 durch, beziehungsweise hier in dem Falle 2π durch diese Grundfrequenz. Und die weiteren Terme, die dann auftreten, können nicht beliebige Frequenzen sein, sondern sie sind dann ganzzahlige Vielfache dieser Frequenz. Ja, also hier steht im Endeffekt einmal Omega. Omega 2 ist jetzt nicht eine beliebige Frequenz, sondern es ist zweimal Omega. Omega 3 ist dann dreimal Omega und so weiter. Also was wir sehen hier, Fourier hat herausgefunden, dass es zumindest bei den Frequenzen schon eine gewisse Periodizität oder eine gewisse Grundgesetzmäßigkeit gibt. Nämlich, wir haben hier ein K mal Omega. Wenn K jetzt eine ganzzahlige Vielfache ist. Aber wir haben immer noch vollkommen offen, wie groß die einzelnen A's und die einzelnen Phi's sind. Ja, zu jedem Reihenglied gibt es halt nicht nur die Frequenz, sondern es gibt auch die Amplitude a und es gibt den Phasenwinkel phi. Und die sind halt dann mit dem Index versehen. Zu jedem k mal Omega gehört dann die entsprechende Amplitude ak und die entsprechende Phase phi k.
Also zu jeder Frequenz k mal Omega gibt es aber noch eine, die unbekannte Amplitude ak und die unbekannte Phase phi k, die dazu gehört. Eigentlich unbekannt ist falsch. Die ist natürlich, gibt es noch eine zu bestimmende Amplitude AK und Phase Phi K. Ja, vielleicht noch mal kurz jetzt auch zu dem Großphi. Wie kann ich das Großphi bestimmen? Das muss uns auch noch mal klar sein. Wir haben jetzt hier ein unbekanntes Signal S oder ein gegebenes Signal S von T. Und die Bedingung war, dass es irgendwie periodisch ist. Sagen wir mal, es sieht so aus. Und jetzt, weil es periodisch ist, wiederholt es sich wieder. Das male ich mal vielleicht in einer anderen Farbe. Und so weiter. Und dann käme es nochmal. Nochmal und nochmal. Kriege ich natürlich auch nur mit einer bestimmten Genauigkeit jetzt hier in der Tafel gemalt. Dann sehen wir hier, das ist jetzt ein periodisches Signal. Und was ist die Periodendauer? Ja, die Periodendauer ist die Dauer, die einen gleichen Abschnitt genau einschließt. Also das hier wäre zum Beispiel jetzt die Periodendauer T. Aber Sie wissen vielleicht auch, es müssen nicht die Nulldurchgänge sein. Sie können natürlich auch sagen, die Periodendauer ist auch der Abstand hier dieser gleichen Punkte. Der Punkt ist halt, ich habe immer, jeder Punkt in meinem Signal hat die Eigenschaft, dass wenn ich t weiter gucke, der gleiche Wert wieder auftritt. Das ist die Definition eines periodischen Signals. Da habe ich hier die Periodendauer. Und egal welchen Punkt ich nehme, der hier liegt hier, der liegt da. Und der Abstand, wenn Sie messen, ist immer das gleiche t. Ja, ein periodisches Signal zeichnet sich halt dadurch aus, dass s von t ist gleich s von t plus t für jeden Zeitpunkt. Und genau dieser Zeitabstand, dieses t, ist die Periodendauer. Ja? Egal welchen Punkt Sie nehmen, den hier, dann sage ich Ihnen, in dem Abstand t taucht der gleiche y-Wert wieder auf. Nämlich hier. Beziehungsweise kann man es auch noch so erweitern, dass man sagen kann, s von t plus n mal t, wobei n jetzt eine ganze Zahl ist. Also wenn ich jetzt zwei t's weitergehe,
dann komme ich wieder zum gleichen Wert. Das ist die Eigenschaft meines periodischen Signals. Ja, das heißt, einen Schritt weiter bin ich hier, zwei Schritte weiter bin ich hier. Ein Schritt weiter bin ich hier, zwei Schritte weiter bin ich hier, drei Schritte weiter bin ich hier. Und das ist sozusagen auch gezwungenermaßen so, sonst wäre es kein periodisches Signal. Wenn Sie jetzt sagen, ja, was passiert, wenn es da hinten jetzt auf 0 geht, ja, dann ist das Signal nicht periodisch. Und was ich Ihnen eben hier gezeigt habe, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend gewesen. Ach, ich habe es schon wieder weg. Da ist die Periodizität gerade die Breite des Fensters. Ja, in sich hat das Signal keine Periodizität, sondern erst dann wiederhole ich das Gleiche nochmal. Ich müsste es also zweimal hintereinander plotten. Das habe ich jetzt leider da nicht beachtet. Ja, und das heißt in dem Falle, dass T, das lesen Sie aus Ihrem Signal ab. Das T wird sozusagen abgelesen. Und wenn ich das T habe, dann habe ich auch das Omega. Denn Omega ist gerade 2Pi durch T. Das ist jetzt nichts, was man berechnet. Das sind zwei Sachen, die man einfach abliest. T und damit Omega. Können aus S von T abgelesen werden. Und wie gesagt, Omega ist also dann 2Pi durch T. Dann haben wir das und dann kennen wir schon alle Frequenzen, die im Signal vorkommen. Nämlich alle ganzzahligen Vielfachen von dem Omega. Einmal Omega, zweimal Omega, dreimal Omega, viermal Omega, 563 mal Omega und so weiter. Gut. Ich hoffe, dass das klar ist. Sollten Sie hier jetzt irgendwie, sollte irgendwas komisch vorkommen, dann sagen Sie es mir am besten direkt, dass wir das klären können. Beziehungsweise schauen Sie sich das zu Hause nochmal an und wenn dann Unklarheiten sind, sprechen Sie mich da schnellstmöglich drauf an. So, bevor, und natürlich hat Fourier jetzt nicht nur das gesagt, es ist halt hier ein Omega und das K-fache, sondern Fourier hat uns natürlich auch Rechenvorschriften jetzt geliefert, um die AKs und die FiKs für die entsprechenden Frequenzen K mal Omega zu bestimmen. Aber um das jetzt sinnvoll darzustellen, müssen wir uns noch mal kurz etwas über komplexe Zahlen unterhalten. Denn das spart uns eine ganze Menge Schreibarbeit, wenn wir das nicht nur versuchen, mit reeller Darstellung zu lösen, sondern dass wir auch versuchen, das mit komplexen Zahlen hinzuschreiben. Und ich weiß nicht, inwiefern Sie Schwingungen auch mit komplexen Darstellungen bearbeitet haben. Und man glaubt ja manchmal vielleicht auch, die komplexen Zahlen heißen komplex, weil sie kompliziert sind. Aber das Komplex bei den komplexen Zahlen stammt nicht von kompliziert, sondern soll nur sagen, sie sind aussagekräftiger als normale, reelle Zahlen. Also wir machen mal einen kurzen Einschub zum Thema komplexe Zahlen.
Das haben wir ja schon gesehen, dass, oder das wissen Sie ja sehr wahrscheinlich, dass aus dem Zahlenstrahl der reellen Achse, auf dem wir üblicherweise unsere Zahlen hinschreiben können, also wenn hier die 0 ist, dann liegen hier halt die positiven reellen Zahlen und hier liegen die negativen reellen Zahlen. Und wenn wir dann addieren, multiplizieren oder sonst was machen, dann bewegen wir uns auf diesem Zahlenstrahl. Hat den Vorteil, wenn wir jetzt Diagramme zeichnen, können wir immer gegen eine einzelne Größe entsprechend unseren Wert der Funktion auftragen. Die komplexen Zahlen sind nun jetzt eine Erweiterung, dass wir uns nicht nur auf der reellen Achse bewegen, sondern, und das muss man sich einfach auch vielleicht so vorstellen, dass man sich jetzt in einer Ebene bewegt. Dass jeder Punkt, das ist jetzt die sogenannte komplexe Zahlenebene, dass jeder Punkt jetzt nicht nur mehr durch einen Wert dargestellt werden kann, sondern wir entsprechend zwei Werte brauchen, um das zu bestimmen. Das ist im Endeffekt so eine Art Gitter, so eine Art Koordinatensystem. Und jeweils ist diese Zahl dann zusammengesetzt aus dem Realteil, also dem Abschnitt aus der reellen Achse und dem Imaginärteil. Daher ist auch, eigentlich sind es halt immer auch komische Bezeichnungen. Man nennt diese Achse halt jetzt auch die imaginäre Achse, das wissen Sie. Und wenn jetzt hier zum Beispiel, machen wir mal ein konkretes Beispiel, 1, 2, 3, 4, 5, hier haben wir den Wert 5, 1, 2, 3, hier haben wir den Wert 3, dann wird halt diese Zahl hier als, erstmal könnte man es normal als Koordinaten sagen, 5,3. So wäre das im Endeffekt das Prinzip beim Schiffe versenken. Ja? Gehe 5 nach rechts und 3 nach oben. Und dann habe ich hier ein Zahlenpaar. Man nennt das auch in Zahlentupel. Bei den komplexen Zahlen ist diese Darstellung jetzt etwas anders, das wissen Sie. Das heißt, die zweite Koordinate bekommt jetzt die entsprechende imaginäre Einheit dazu. Die nennt man entweder i oder man nennt sie auch j. Typischerweise ist j der üblichere Begriff, weil in der Technik halt mit i schon der elektrische Strom meist belegt ist. Das heißt, das kann man auch darstellen als 5 plus 3j. Und da sollten wir uns einfach nur merken, das ist erstmal nichts anderes als eine andere Schreibweise dieses Zahlenpaars. Und eine Bemerkung, dass wenn wir kein j dabei haben, wir immer nach rechts wandern und wenn wir ein j haben, einfach um 90 Grad abbiegen und nach oben wandern. Ja? Also das ist die Wegrichtung ohne, dass man die Richtung ändert. Und bei j ändert man die Richtung dann nach oben. Denn das, was ist das hier? Das ist jetzt tatsächlich eine Summe. Ja, wenn ich die Summe hätte 5 plus 3, wo komme ich da aus? Ja, da gehe ich im ersten Schritt 5 nach rechts und gehe dann nochmal 3 weiter, 1, 2, 3 und komme hier bei 8 an. Jetzt steht aber hier nicht 5 plus 3, sondern 5 plus 3j. Dann bedeutet das, ich gehe bis zur 5 und gehe dann in j-Richtung 3 weiter und gehe dann hier 3j nach oben. Das heißt also, die Unterschiede zwischen 5 plus 3 und 5 plus 3j ist, dass ich bei der Summe die Richtung ändere. Ja, das müssen wir uns einfach irgendwie dafür merken. Also das j ist eher so eine Art Richtungsangabe in meiner komplexen Zahlenebene. So, dann komme ich jetzt zu einer solchen Größe. Und Sie wissen vielleicht auch, dass wir zwei Möglichkeiten haben, jetzt diesen Punkt in der komplexen Zahlenebene uns darzustellen.
entweder halt jetzt über den Weg 5 nach rechts, 3 nach oben, oder aber wir gucken uns diesen Pfeil hier an. Und können natürlich auch alternativ sagen, wenn ich im Nullpunkt starte, statt wie gesagt 5 nach rechts, 3 nach oben zu gehen, kann ich auch sagen, drehe dich in einen bestimmten Winkel und gehe dann eine entsprechende Strecke. Und wenn wir das hier jetzt R nennen und das hier, na, ich will es mal, um es nicht zu sehr mit der Phase zu verwenden, Alpha nennen, kann ich auch sagen, statt den Weg, stell dich in den Nullpunkt, dreh dich um einen Winkel Alpha und gehe dann eine entsprechend Strecke R. Das heißt also, statt 5 plus 3 J, kann ich mir jetzt auch überlegen, wie ich hier gehe. Wissen Sie, wie ich aus 5 und 3 Alpha und R bekomme, beziehungsweise wir können natürlich auch sagen, das ist ja die typischere Darstellung, wir nennen das hier mal A und das B, dann wäre ja hier unser Punkt, der Punkt A, B, beziehungsweise A plus B, J. Wie gesagt, wir können es am konkreten Beispiel machen, wir können es aber auch jetzt beliebig machen. Wie komme ich jetzt von der, und ich nenne es auch gerne mal die Koordinatenschreibweise, weil das ja so etwas ist wie Koordinaten, 5 nach rechts, 3 nach oben, also A plus B, J ist die Koordinatenschreibweise. Und R, das ist R, Alpha, das nennt man auch typischerweise die Polarschreibweise. Ja? Ich gucke an, unter welchem Winkel ich gehe und wie weit ich gehe. Jetzt nochmal ganz kurz vielleicht die trigonometrischen Grundformeln herausgeholt. Wie komme ich von A, B zu Alpha und R? Schreiben wir es mal alle mit. Sie kommen gleich dran. Dann ja? Ja, das ist jetzt für R, genau, also R haben Sie richtigerweise gesagt, oder R Quadrat, das ist ja sozusagen unser Pythagoras, ist A Quadrat plus B Quadrat, beziehungsweise R ist dann die Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat, genau, und wie schaut es jetzt nochmal mit dem Winkel Alpha aus, wie kommen wir darauf? Ja, wissen Sie es, oder? Genau, der Tangens des Winkels Alpha ist gerade der Quotient aus B durch A und damit ist Alpha halt der Arcus-Tangens von B durch A. Also wir wissen auch, der Tangens von Alpha ist B durch A und damit ist der Arcus Tangens von B durch A gleich Alpha. Also wir haben jetzt hier tatsächlich eine entsprechende Umrechnung. Wie sieht es jetzt noch aus, wenn ich R und Alpha gegeben habe? Wie komme ich dann auf A und B? Also das ist jetzt die Umrechnung hier, das ist von A, B, Umrechnung auf R, Alpha. Jetzt haben wir das Umgekehrte,
Wir haben R und Alpha gegeben, möchten A und B rausfinden. Genau. A ist R mal Cosinus Alpha und B ist R mal Sinus Alpha. Das ist jetzt der Weg sozusagen von R Alpha nach AB. Das ist, Moment, mal gucken, wo haben wir jetzt die Formeln hier? Das sind die unterschiedlichen Darstellungen. Und das Gute ist, das werden wir später sehen, wir haben also jetzt mit einer komplexen Zahl zwei Komponenten dargestellt. Nämlich ein R und ein Alpha, beziehungsweise ein A und ein B. Und wir werden später noch sehen, dass wir ja auch bei der Cosinus-Darstellung das Phänomen haben, dass ja, oder wie nennt man denn nochmal das R auch in den komplexen Zahlen, wenn ich die Komponenten quadriere und davon die Wurzel bilde? Das nennt man ja auch den Betrag der komplexen Zahl. Das ist gerade der Betrag. Und das hier ist ja im Endeffekt nicht auch sowas wie ein Winkel, wie ein Phasenwinkel. Ja? Und das Schöne oder was uns nachher im Laufe der Vorlesung viel Zeit spart oder Schreibarbeit spart, ist, dass wir jetzt demnächst die Amplitude und den Phasenwinkel, das A und das Phi, zu einer komplexen Größe zusammenfassen und mit der weiterrechnen. Ja, das ist sozusagen erstmal der Ausblick, warum man das macht. Später es können in komplexer Schreibweise. Und wie gesagt, es ist eigentlich keine gute Benennung, dieses Komplex und dieses Imaginär. Das hat immer so etwas Mystisches und Verwirrendes. Es können in komplexer Schreibweise Amplitude und Phasenwinkel zu einer Variable zusammengefasst werden. Das ist der hauptsächliche Grund, warum wir das machen. Wir schreiben nicht immer A und Phi hin, sondern wir schreiben eine nur komplexe Größe hin. Und wir werden sehen, dadurch verkürzen sich unsere Formeln extrem. Das sehen wir aber später nochmal. Und wie wird typischerweise auch nachher R und Alpha geschrieben? Die Polardarstellung, und da müssen Sie mal sagen, ob Sie da schon mal dem begegnet sind. Also die Koordinatendarstellung ist ja die Plusdarstellung, wo das J mir einfach sagt, rechts abbiegen oder links abbiegen, wenn es ein Minus J ist. A plus BJ und die Polardarstellung
ist ja, und das ist jetzt hier die komplexe Zahl C. Ja, das ist vielleicht auch nochmal, die nennt man dann typischerweise C, also der Punkt hier in der Ebene, das soll typischerweise dann die Zahl C sein und ich werde in der Vorlesung komplexe Variablen typischerweise mit einem Strich unter dem Buchstaben kennzeichnen. Und jetzt die Frage, kennen Sie jetzt diese Darstellung, wenn ich den Betrag und den Winkel habe, dass ich das auch so darstellen kann? R mal E hoch J Alpha ist C. Ist Ihnen diese Exponentialschreibweise schon untergekommen? Ja oder nein? Wissen Sie, was das auf sich hat? Woher das kommt? Das will ich Ihnen, das schaffen wir heute nicht mehr, das möchte ich Ihnen nächste Vorlesung mal erklären, weil es ist ganz spannend, denn es gibt ja die entsprechend, oder welcher Name wird denn hiermit verbunden mit dieser Darstellung? Beziehungsweise welcher Name steckt hinter diesem Zeichen, dem Symbol? Euler, das ist die Eulersche Zahl. Ich will vielleicht mal kurz auch am nächsten Montag einen Ausflug machen, wie man auf diese Eulersche Zahl kommt und wofür sie wichtig ist. Und dann gibt es halt die Eulersche Formel. Und die Eulersche Formel, die sagt eigentlich nichts anderes aus, als was wir hier hingeschrieben haben. Die Eulersche Formel. Die sagt nämlich aus, E hoch J Alpha ist Cosinus von Alpha plus J mal Sinus von Alpha. Und was man noch machen kann, ist, man kann das R hier noch vorschreiben und das auch hier entsprechend verteilen. Das ist eine sehr fundamentale Formel. Und wenn ich die Formel habe, dann komme ich zu der, man behauptet, allumfassendsten Formel, die es überhaupt gibt. Das ist die Formel, die da sagt, E hoch J Pi minus 1 ist 0, beziehungsweise E hoch J Pi ist minus 1. Das ist sozusagen eine Abwandlung der Eulerschen Formel und die will ich Ihnen auch am Donnerstag, am Montag erklären. Entschuldigung, so. Hier muss plus 1 stehen und hier steht minus 1. So. Ja? Und da kommen wir dann später auch nochmals. Also da, weil das ist eine Formel, die so kompakt ist und da kommen die wichtigsten Konstanten drin vor, die wir überhaupt haben. Es kommt die Zahl E vor, es kommt die Zahl Pi vor, es kommt die imaginäre Einheit I oder J vor und das ist dann gleich der minus 1, beziehungsweise man wählt diese Formel, weil dann auch noch die 0 in dieser Formel vorkommt. Also es gibt keine Formel, die Grundfeste der Mathematik enger miteinander verbindet als diese und das will ich Ihnen am Montag dann kurz einmal erklären, woher das kommt. Und heute schaffen wir es in den letzten 4 Minuten nicht mehr. Deshalb würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute und sehen uns dann am Montag wieder.